Noch vor einem Jahr galt Golbudin als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling. Heute ist der letzte Tag seines Schulpraktikums. Ich bin seit einer Woche in dieser Mechanik und dieser Autowerkstatt. Das macht auch mir viel Spaß und ich habe viele Erfahrungen hier gehabt. Das ist einfach total super. Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. Werkstattleiter Herr Abedini kennt die Startschwierigkeiten aus eigener Erfahrung. Erste Linie, die haben viel Heimweh zu ihrer Familie, zu ihrer Heimat. Das ist eine große Veränderung auch für die. Und die werden mehr, so, ich schätze mal, das so seitlich gestellt in Gesellschaft. Und das finde ich nicht schön. Am Anfang, die schwierigste Sache ist, dass ich konnte gar nicht durchsprechen. Und ich konnte gar keinen Kontakt mit anderen Leuten haben. Ich fühlte mich ganz einsam und manchmal deprimiert, weil ich wusste nicht, was ich machen muss. Und dann manchmal bei der Zeit, ich habe mich gefunden und ich habe manche Freunde gefunden. Einen davon veranlasste die Begegnung mit Golbudin gar zur Gründung einer Initiative. Für die benachbarte Asylbewerberunterkunft Bergedorf West. Mit über 600 Unterstützern koordiniert Reza Okbay seitdem auf Facebook die zahlreichen Hilfsangebote. Dass wir ihnen helfen, sich hier einfach zu integrieren, in der Hinsicht, dass wir ihnen die Sprache vor allem beibringen, was uns ganz, ganz wichtig ist, weil ich finde, dass die Sprache einfach der erste Schritt ist zur Kommunikation und einfach zur Integration in einem neuen Land, weil ohne Sprache geht einfach nichts. Ähnlich sieht das die Sozialbehörde. Es mangelt an Folgeunterkünften für die jungen Flüchtlinge. Daher wird überlegt, schon in den Erstversorgeeinrichtungen Deutschkurse anzubieten. Für manche jedoch zu früh. Es gibt minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die auch eine traumatische Fluchtgeschichte hinter sich haben. Da muss man mit Traumatherapeuten arbeiten, bevor man anfängt, sie in die Schule zu stecken. Also da muss man schon ein Gefühl dafür entwickeln, ob man jemanden erst einmal therapieren muss, erst einmal helfen muss, das Erlebte zu erarbeiten oder zu verarbeiten. Und im anderen Spektrum gibt es eben jene, die hierher geschleust werden, dafür Geld bezahlt haben und diese Schulden abbezahlen müssen und die deshalb nicht so sehr schnell den Zugang zur Schule suchen, sondern eher marodierend durch die Stadt ziehen. Diese Zahl sei jedoch verschwindend gering. Die allermeisten wollen ihre Chance nutzen. Zum Beispiel in einer der über 100 internationalen Vorbereitungsklassen in Hamburg. Nur Sühnen ist wichtig, ja? Infinitiv Sühnen. Die IVKs an der Nelson-Mandela-Schule in Wilhelmsburg gibt es seit 20 Jahren. Seitdem führte es dort über 200 junge Flüchtlinge zum Abitur. Die Schüler ganz unterschiedlicher Herkunft arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Die wollen was aus ihrem Leben machen und sie wissen, dass sie das dann auch in der Schule umsetzen können müssen. Und insofern ist Motivation nicht unser großes Problem. Diejenigen, die aus Kriegsgebieten kommen, denen ist völlig klar, dass es für lange, lange Zeit nicht möglich sein wird, dasselbe zu erreichen, was sie hier erreichen können. Sie wünschen sich sicherlich aber, dass es anders wäre. Ich denke mal, wenn die Umstände in ihren Ländern anders wären, dann würden viele gar nicht hierher kommen. Ich sage dann tschüss, ja? Schönen Tag und erfolgreiche Woche. Für Golbudin ist das Lernen noch nicht vorbei. Zurück in Bergedorf West wird er schon erwartet. Reza hilft ihm mit dem Praktikumsbericht.
Stell dir vor, nach dem Praktikum machst du eine Ausbildung. Genau im selben Bereich. Deswegen betonen sie immer eine Ausbildung und nicht ein Praktikum. Auch eine Messe ist oder mehr eine ganz einfache Abwerkstatt? Was glaubst du? Das weiß ich nicht. Vielleicht Messe ist mal ein bisschen sein. Ist dann ein bisschen besser, ja. In wenigen Wochen ist die Abschlussprüfung. Gut. Ein weiterer Schritt. Und hier Punkt 3. Der eine größer, der andere kleiner. Aber jeder Einzelne will gemacht werden. Und manchmal bedarf es dabei noch einer helfenden Hand.